Wir alle haben dann und wann und mehr oder weniger mit negativen Gedanken zu tun. Negative Gedanken wollen uns immer binden oder uns in eine falsche Richtung treiben oder sie wollen uns zu Reaktionen bringen oder sie beschäftigen uns derart, dass man nicht zur Ruhe kommen kann. Viele Menschen sagen dann, ja, ich kann ja nichts dazu. Diese Gedanken kommen einfach. Und die belegen mich und haben einen eisernen Griff zu mir. Ich kann nichts dagegen tun. Die gute Nachricht ist die, du kannst etwas dagegen tun. Du kannst bestimmen, dass diese negativen Gedanken dich oder dein Leben, dein Herz, dein Denken nicht mit eiserner Faust festhalten. Stellen wir uns das Ganze als ein kleines Experiment vor. Wenn du ein Glas Wasser nehmen würdest und du würdest dort einen Tropfen Tinte hineingeben, würdest du feststellen, dass im nächsten Moment das ganze Glas mit Wasser dunkel geworden ist. Die Tinte hat das Wasser vollkommen eingefärbt. Hältst du jetzt dieses Wasserglas unter einen laufenden Wasserhahn, der reines, sauberes, frisches Wasser rausspült, dann wirst du merken, wie ständig das nachlaufende Wasser dieses dunkle Wasser in dem Glas herausspült. Das ist ein Prozess. Das dauert auch eine kleine Weile, aber du wirst feststellen, je mehr frisches Wasser kommt, umso schneller wird dieses dunkle Wasser aus dem Glas herausgespült. So musst du dir das auch mit den negativen Gedanken in deinem Leben vorstellen. Wenn du negative Gedanken hast, wenn sie dich attackieren, dann kannst du sie nur mit dem Wort Gottes ausspülen. Das Wort Gottes ist ein reinigendes Wort. Es ist ein wiederherstellendes Wort und es hat die Kraft, dein Leben zu verändern, indem negative Gedanken ausgespült werden. In der Bibel heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Ausgegossen in unser Herz. Der Heilige Geist ist auch ausgegossen in unser Herz. Er ist da drin, um uns zu helfen, um uns Weisheit und Erkenntnis zu schenken, um uns Veränderung zu schenken, Trost und Hoffnung zu geben. Und er wird dir dabei helfen, diese negativen Gedanken aus deinem Leben auszuspülen. Das, was du tun musst, ist, dich seinem Veränderungsprozess, seinem reinigenden Prozess auszusetzen. Zu beten und zu bitten, Heiliger Geist, wasch mich rein und wasch du einfach diese negativen Gedanken aus meinem Leben heraus. Und du musst selbst aktiv werden und sagen, stopp. In diesen negativen Gedanken will ich nicht wohnen, da will ich nicht drin bleiben, da will ich auch nicht weiterdenken. Ich will mich auf das Wort Gottes stellen und das Wort Gottes in mein Leben, in mein Denken, in mein Herz hineinnehmen, dass es einfach diese negativen Gedanken rausspült. Und du wirst merken, dass die Dinge sich verändern. Du wirst merken, dass du in ganz andere, neue Gedanken hineinkommst. Das ist ein Prozess. Aber wenn du damit beginnst, wenn du deine ganze Intention, deine Kraft da reinsetzt und sagst, ich will von negativen Gedanken frei werden, ich will das Wort Gottes in mein Leben nehmen, ich will denken, wie das Wort Gottes es sagt, ich will verheißungsorientiert denken, dann wird sich in deinem Leben etwas entscheidend verändern. Negative Gedanken werden weniger. Du wirst ganz schnell merken, wie du sensibel darauf reagierst, dass du ganz früh schon anfängst, solche negativen Gedankenprozesse zu stoppen und sofort anzufangen, mit dem Herrn zu reden, zu beten, den Heiligen Geist zu bitten, dass er durch dich spricht, dass er in dir redet, dass er einfach dich reinwäscht, sauber wäscht, erfüllt, mit frischem Wasser erfüllt, mit Lebenswasser. Ich wünsche dir, dass du erfährst, Gott hat auch darin, in diesem Gebiet, was mich so fest im Griff zu haben scheint, Gott hat da mehr für mich.
und er wird dir den Sieg geben.